Also zum Tafelspitz gibt es ja ganz viele verschiedene Soßen, vom Apfelgren bis zum Semmelgren. In der Steiermark oder auch in der Gegend oder am Land, wo meine Großeltern zu Hause sind, da isst man dann wiederum Sauerrahmgren dazu. Und ich zeige euch jetzt eine selbstgemachte Mayonnaise. Wir brauchen ein Rapsöl für die Mayonnaise, ein Ei und dann haben wir einen Dijon-Senf und ein bisschen einen Zitronensaft. Wenn ihr, also das Ei sollte an und für sich dieselbe Temperatur, also Raumtemperatur haben wie das Öl, weil was sozusagen immer gefährlich ist beim Mayonnaise machen und auch meine Mama, die seit 45 Jahren in der Küche steht, sagt immer, was ist, wenn die Mayonnaise schon wieder abhaut? Ja, so sagt man das so im Wienerischen. Also wichtig ist dieselbe Temperatur des Eis, sowie, also Ei und Öl haben dieselbe Temperatur. Wenn man jetzt zum Beispiel dringend eine Mayonnaise braucht und die Eier aus dem Kühlschrank und das Ei ist aber aus dem Kühlschrank, dann kann ich empfehlen, dass man ein bisschen ein lauwarmes Wasser dazu gießt. Ja? Also noch bevor man beginnt mit dem Mixer und das Öl sozusagen langsam immer dazu zu gießen, ja, gibt man ein bisschen ein lauwarmes Wasser, um das Ei an die Temperatur vom Öl einfach zusammen, also anzupassen. Mischen wir jetzt einmal als erstes nur das Ei ein bisschen zu. So. Das heißt, wir haben jetzt das Ei verquirlt. Und jetzt gießen wir ganz langsam. Es gibt jetzt noch einen Trick. Wenn man in der Küche steht, ist man ja meistens alleine. Und am besten ist es, man gibt sich einfach ein Wettex drunter, weil dann sozusagen verschiebt sich der Behälter. Also das stabilisiert den Behälter und dass er einfach nicht wegrutscht, weil das ist relativ wichtig. Und jetzt gießen wir dann eben ganz langsam immer das Öl dazu. Wichtig ist wirklich ganz, ganz langsam. Ein bisschen einen Dijon-Senf gebe ich jetzt vorher noch dazu. Ich glaube, es passt. So, und jetzt sieht man schon, wie richtig schön mollig die Mayonnaise ist und so ist sie perfekt. Richtig schön dick und mollig und cremig. Ich zeige euch jetzt eine Schnittlauchsoße. Eine sehr einfache und trotzdem wirklich köstliche Variante, weil es gibt ganz viele verschiedene Rezepte und oft wird zum Beispiel auch ein Weißbrot dazu verwendet. Es wird noch mit Rindsuppe aufgegessen. Meiner Meinung nach ist das alles nicht notwendig. Was wir aber brauchen, also wir brauchen eine selbstgemachte Mayonnaise, dann gekochte Eier, Schnittlauch, Öl für die Schnittlauchsoße. Da schnappen wir uns jetzt die Mayonnaise. Das ist ein Traum, besser kann es nicht sein. Haben wir jetzt hier vorgekochte Eier. Und zwar schneide ich die einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Kommt noch einmal Salz dazu. Jetzt verrühren wir das Ganze. So, dann brauchen wir noch einen Pfeffer und einen Sauerrahm. Und dann kommt auch noch einmal eine Prise Salz dazu. Dann Pfeffer können wir jetzt auch schon dazugeben. Und dann geben wir noch einen Sauerrahm dazu. Verrühren das Ganze noch einmal. Und genauso muss eine Schnittlauchsoße sein, also auch, dass sie so richtig schön dick ist. Also da könnt ihr jetzt fast durch die Mayo und durch die Eier und mit dem Sauerrahm, da könnte jetzt der Löffel, der steht da fast drinnen. Schmeckt natürlich nicht nur köstlich mit dem Tafelspitz, sondern besonders gut auch zum Beispiel mit einem Weißbrot oder einem Baguette. Und zum Anrichten. Geben wir das Ganze in eine Schüssel. Dann kommt noch ein Schnittlauch drauf und fertig ist die Schnittlauchsoße.